Hallöchen, meine Käsekätzchen, und willkommen zu der neuen Staffel, dass ich das jetzt mal wieder sagen darf, Sims 2 Geschichten aus der Spatzenstraße. Ja, eine neue Staffel beginnt jetzt nun und ihr seht ja schon, neues Apartment, 4 neue Familien, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Und ja, ich bin mal gespannt, was da jetzt denn Schönes noch passieren wird. Ihr kennt ja die Geschichte aus der Spatzenstraße. Die letzte Staffel, da ist ja einiges schiefgelaufen dann am Ende. Ich hoffe, dass es hier weniger Backen tut und der PC nicht abstürzt. Was ich im Übrigen nicht glaube. Aber gut, fangen wir erstmal an mit dem Intro oder auch nicht. Ist ja egal. Bis gleich. Wie sie beide hier chillen. Ach ja, komm ich heute nicht, komm ich morgen. Renna Hanau. Benedikt versteht nur Bahnhof. Ach ja, stimmt, wir sind im Übrigen jetzt hier bei den Grimrichs erstmal. Die ersten 4 Folgen sind ja wie immer nur die Familienvorstellung und die Sachen. Wir sind jetzt bei der ersten Familie namens die Grimrichs. Wir gehen einfach von Apartment zu Apartment, dann gehen wir hier rüber zu den Waffels und die Vermieterin zockt Poker, auch nicht schlecht. Hier hätten wir, wie es schon im Intro nehmen, einmal der Benedikt, die griesgrämige alte Oma namens Lisbeth, die eigentlich ordentlich ist und trotzdem die Müller wegräumt, und den schüchternen Michael, der gerade spielt. Er muss eigentlich auch mal auf Arbeit. Der Notarzt ist. Okay. Die zockt hier alleine. Die hat kein Leben hier, die Vermieterin. Kommt da unten. Ach, Santos. Der findet auch alles sexy. Jetzt wird hier gezockt. Ganze Geld wird verzockt. Naja, gut. Ich hoffe, er zockt nicht zu viel weg. Wo ist denn überhaupt? Saufen. Warum ist die immer noch in ihrer Arbeitsklamotte eigentlich? Saphira, okay. Er mag keinen Schmuck. Okay. Mag der wirklich keinen Schmuck? Abendkleidung. War unangenehm. Da knackte erstmal seine Gelenke. Naja, die Nachbarschaft sieht man ja jetzt auch mal hin und wieder, ist ja klar. Ja. Der zockt immer noch mit der Nachbarin und die chillt im Bett ihres Sohnes und denkt an Gabe. Und den Postboten? Okay. Seffi. Hier, hör auf immer zu sie trinken zu denen. Lass dich doch mal ein bisschen mit bequatschen. Kennt ihr euch? Warum vorher? Kannst ja mal launen mit dir. Wegen mir. Mit Musik kannst du sie, glaube, kriegen. Mich wundert es, dass er sich mit der so gut versteht. Die könnten doch unterschiedlicher nicht sein. Ohmchen schläft schon. Judy geht ja hin, läuft hier hin, zeigt ihnen den Vogel und geht so wieder. Was denn? Verscheucht werden. Von wem willst du denn verscheucht werden? Opi, brauchst jetzt nicht zu baden. Jetzt pfeift er. Hä? Wieso wird's... Du bist doch schon sauber. Wie willst du blitze sauber sein oder was?
Euer General Bergfröhling. Der Schmutz geht, der Duft bleibt. Dieser Pokertisch, ey. Ich hätte ihn doch nicht hinbauen sollen. Der Opa, der hat so eine Wasserverschwendung hier. Wie oft willst du denn noch in die Wanne? Du bist doch schon voll. Voller geht's nicht. Plaudern mit Iggy. Wo ist er denn? Ach, da ist er. Ich wollte schon sagen, wo ist er denn hin? Wie er da im Fenster, welcher Fenster gestanden hat. Ja, ist das überhaupt? Christoph Stoffels, aha. Das fällt mir jetzt erst auf, dass die Dartpfeile, auch wenn sie daneben treffen, auch an der Wand stecken bleiben. Ist ja krass, das fällt mir jetzt gerade erst auf. Oder ist mir schon aufgefallen und ich habe es wieder vergessen. Voll krasses Detail. Prisa. Timo steht da wie bestellt und nicht abgeholt und die anderen schlafen alle. Oder zocken. Oh. Hallo, seid ihr mal endlich fertig, einmal zu klingeln? Sie klingelt und verschwindet die ganze Zeit. Na, dann räum doch mal auf. Wenn eine Frau das sieht, die flippt gleich aus. Und wieso klingeln die Leute andauernd und verschwinden einfach wieder? Ja, hier. So, ich will mit dem plaudern, dann gehen sie wieder hoch. Was soll das? Komm, abspülen. Wie sie sich freut. Oh ja, abwaschen, wie toll. Ich hasse abwaschen eigentlich. Genauso bringen das mal Müll weg, das ist gut. Was macht er? Gratuliert bekommen. Was denn, wie schön sie den Müll rausbringt oder was? Wie ist aber auch verfolgt. Und starrt er an die zuhe Tür und jetzt geht er hin. Okay. Hallo. Gratulierst du, weil sie den Müll rumbringt oder was? Naja. Wie schön. Und wie schön mein Computer diesen Grafikfehler macht da hinten. Ich weiß auch nicht warum. Dunkelheit passt ihn so nicht. Hey Grandpa, hier ist ein Hund. Kannst nicht in die Sterne schauen. Hallo. Stacy begrüßen. Hör auf, in die Badewanne zu gehen. Was? Du bist genug hygienisch einwandfrei. Hallo. Erstmal den Hund antatschen. Was macht der denn überhaupt jetzt hier? Kommt der Hund jetzt rein, weil wir ihn ja eigentlich eingeladen haben? Müsste er jetzt eigentlich mit reinkommen? Ja. Wo wäre denn überhaupt hin? Ich zerstöre auch erstmal Möbel, wenn ich reinkomme. Den interessiert, er guckt zwar hin, ach, lass den Hund die Couch zerstören, ist doch egal. Wie sie alle hier im Bad stehen. Es juckt den überhaupt nicht, das bin ich halt. Überhaupt nicht. Was macht die Katze überhaupt? Die starrt hier irgendwie in der Gegend rum. Sitzen, okay. Wie die Katze den Typ hier beobachtet. Ich werde dich weiter beobachten. Hallo. Lexa, warum beginnst du mit einem Spiegelei? Auch ein richtig Smalltalk. Erstmal mit einem Spiegelei anfangen. Er will Iggy bewundern. Okay. War wohl nichts mit Iggy bewundern. Was will er machen? Er will ihn bewundern. Wieso willst du alle bewundern?
Sind die so bewundernswert? Die ist voll schüchtern. Stunk? Überreden zu, ist er gar nicht da. Mit wem quatscht der? Mit ihr oder was? Vielleicht findet er ja das cool. Ach, das ist bestimmt die neue Peggy. Die neue Peggy. Ah. Was? Geraldine Tumarello. Was ist das denn für ein komischer Nachname? Oh, Benedikt hat... Der freut sich scheinbar, dass er Feierabend hat. Was war das denn jetzt? Was macht der denn hier für... Wegen der Katze oder was? Wo willst du denn hingehen? Fester Händedruck. Ihr kennt euch noch nicht mal. Jo, ich bin jetzt mit der Arbeit fertig. Hast du Lust mit mir abzuhängen? Wegen mir, mach wie du denkst. Wenn du mit abhängen meinst, ich zocke euch alle ab, meine Mieter, dann... Ja. Okay, Vater und Sohn schlafen in einem Bettchen. Wie süß. Der Gruppenkuscheln, ne? Naja, wenn sie meinen. Der Arbeitskollege, sowohl der Arbeitskollege als auch die Vermieterin haben kein Zuhause. Deswegen sitzen sie schon, sitzen um 2 Uhr morgens noch am Pokertisch. Wenn sie meinen, wenn sie meinen. Die ist ja immer noch hier. Hat die Wirklichkeit, die hat wirklich kein Zuhause. Jomio, hi, was geht ab? Ich begrüße wir mal gleich. Au. Du sollst Miro begrüßen, sollst dich die Muschi antatschen. Guten Tag. Miro, was geht ab? Kann ich dich plaudern? Ich will ihn bewundern. Kann ich hier nicht zum Grundstück gehen? Nö, alleine. Hobbys. Von der Muse geküsst. Ach komm, wir gucken uns mal da rein. Ganze Zeit nur ein Apartment rumeiern ist eigentlich schön. Gucken wir mal. Willkommen von der Muse geküsst. Musik und Zeichen, lass dir jetzt den Nächtern tanzen und bis es keinen Morgen mehr gibt. Okay. Hier gibt es sogar noch andere Leute. Warte mal. Wer ist denn das? Oh, Professor Pauline Monster, Roberto Santana und die hier? Hier ist die Elisabeth Richter. Ach, und hier ist es doch, diese Nuella oder Nutella oder wie immer die heißt. Yeah, jetzt geht's hier ab, Mensch. Schwingst Tanzbein, woo! Opi geht voll ab hier. Die Ding. Was ist das überhaupt? Carti Palm. Tanzwettbewerb bestreiten.
Oh, jetzt geht's los hier. Da bin ich jetzt mal gespannt, Tanzwettbewerb. Macht euch bereit! Der Tanz... Hä? Was ist denn der Typ? Jetzt geht's hier los! Dance, dance, dance! Woo. Benedikt-Titel! Ja, komm, Benedikt, das schaffst du! Yeah! Woo. Yeah! Wieso macht die da Schlamballer? Ich hab gedacht, eigentlich alleine, oder? Ja. And the winner is Noella! Okay. Ja, erstmal wieder flirten. Miro kommt erstmal, zockt erstmal mit Judy. Auch mal nett. Die Couch kann er nicht zerstören, aber dafür den Mülleimer. Jetzt hat sie erstmal kein Mülleimer mehr. Aber sie darf wegräumen, das ist schon mal schön. Na, Miro, hat das Muchtkotelett geschmeckt? Die Jenny Bär hat einfach kein Zuhause. Die arme Vermieterin. Spendet für Jenny Bär, wir müssen ihr ein Haus bauen. Die Arme. Vorschlagen hier geben. Ja, Schocker, komm, ich werfe es kurz zu dir, kannst du später. Boah, wie das sich bin. Alter, was ist denn hier los? Nachbarschaftstreff hier. Nerven, komm. Die beiden haben sich lieb. Was ist der jetzt? Stoß werden. Oh, oh. Die beiden können sich absolut nicht leiden. Jetzt bin ich wieder dran. Streiten. Das lasse ich mir hier nicht bieten von dir. Was heißt hier schockieren? Hä? Was? Never. Hä? Was? Kämpfen. Stoßen. Ich glaube, damit kannst du den nicht schockieren. Da
Das sind die neue Peggy und wie ist die andere? Mathilde oder Mathilda, wenn ich mich irre. Mach doch Katzenwäsche. Ach nee, geht nicht. Der will jetzt endlich aufs Klo, aber was sind seine Eltern da? Jetzt lasst doch mal den euren Sohnemann mal aufs Klo gehen. Der pinkelt sich gleich ein. Meine Güte. Vogelona. Naja gut, das war erstmal die erste Folge von Die Sims 2 Geschichten aus der Spatzenstraße. In der nächsten Folge werden wir dann die zweite Familie dann besuchen. Und mal sehen, was da Schönes passiert. Hier ist ja nicht allzu viel passiert. Aber, naja, es kann sich ja immer noch verbessern. Ich sag mal, ciao und miau, bis zur nächsten Folge.